Sonys halboffizielles Maskottchen Astro bringt bereits seit über 10 Jahren Spielern die Vorzüge von neuer Hardware bei. Bisher durfte der knuffige Roboter ausschließlich in Tech-Demos und kleineren Spielchen für VR ins Rampenlicht treten. Ein richtiges Vollpreisspiel war ihm bisher nicht vergönnt. Das soll sich mit dem neuen Titel unter dem schlichten Namen Astrobot allerdings ändern. Wahrscheinlich klingelt bei vielen Nicht-Sony-Jüngern erstmal gar nichts bei dem Namen Astro. Für PS5-Besitzer dürfte er allerdings einer der ersten Pixelhelden gewesen sein, die sie auf ihrer neuen Konsole über den Bildschirm gejagt haben. Astros Playroom, das letzte Spiel mit Sonys inoffiziellem Maskottchen, kam nämlich bereits vorinstalliert auf jeder fabrikneuen PlayStation 5 und sollte hauptsächlich die Vorzüge des damals neuen DualSense-Controllers bewerben. Mit Astrobot erscheint als Nachfolger jetzt ein knuffiges und süßes, aber auch präzises und herausforderndes Jump'n'Run, welches sich keineswegs hinter den berühmteren Kollegen wie Teilzeitklempner Mario verstecken muss. Die Hardware und vor allem der DualSense-Controller sind immer noch der geheime Star im Ring, sowohl was das Design der Welt anbelangt, als auch spielerisch. Astros Raumschiff, der Dual Speeder, mit dem er sich in der Oberwelt von Planet zu Planet bewegt, um so das nächste Level auszuwählen, sieht zum Beispiel aus wie ein Gamepad. Aber auch im Gameplay selbst diktieren die Features des Controllers die Gangart. Für einige Rätsel müsst ihr zum Beispiel genau darauf achten, wann das Pad wo wie stark vibriert, um die richtige Stelle zu finden. Bei dem kurzen Anflug auf jeden neuen Planeten steuert ihr euer Schiff außerdem mit der Bewegungssteuerung und könnt so bereits vorab Münzen und anderen Sammelkram mitnehmen. Außerdem liegt, schwimmt und fliegt überall Kleinkram herum, der mit eurem Controller interagiert. Seien es unzählige Schrauben auf einer Baustelle oder kleinere Sternchen in der Oberwelt. Ständig vibriert es und ihr spürt regelrecht den Weltraumschrott in den Händen. Da Astro jetzt der Held in seinem eigenen Spiel ist, braucht es natürlich auch jemanden, den er heldenhaft retten kann. Mario hat seine Peach, Rayman seine blauen Teensies und bei Astro sind es eben die Bots. Bereits im VR-Ableger Astrobot Rescue Mission zog er aus, um seine Kameraden aus den unmöglichsten Situationen zu befreien und dem bleibt er auch hier treu. In jedem Level ist eine gewisse Anzahl an kleinen Robotern versteckt. Meistens müsst ihr aufmerksam sein und eure Umgebung im Auge behalten, um alle zu finden. Mal wartet vorher noch eine kleine Hüpfpassage auf euch oder ein Rätsel. Insgesamt gibt es in den 80 Levels ungefähr 300 Bots zu retten. Unter den Entführten sind auch einige Bots in speziellen Verkleidungen, die an Charaktere aus PlayStation-exklusiven oder zumindest eng mit Sony in Verbindung gebrachten Spielen erinnern. Da winkt zum Beispiel mal ein Roboter in den Klamotten von Parappa the Rapper aus der Ferne oder nach einem Bosskampf lassen sich Bot-Versionen von Kratos und seinem Sohn Atreus aus der God of War-Reihe von euch retten. Am 6. September soll Astrobot erscheinen und zwar selbstverständlich exklusiv für PlayStation 5. Wer so lange nicht mehr warten möchte, der könnte ja in der Zwischenzeit nochmal Astros Playroom anwerfen. Das wird nämlich bis zum Release regelmäßig Updates bekommen, die schon mal auf die Story des kommenden Spiels einstimmen sollen. Zuletzt hatte zum Beispiel Lady Maria aus Bloodborne ihren Gastauftritt als Maid in Nöten. Wir müssen aber noch den Preis ansprechen, denn der könnte einige abschrecken. Dieser ist mit 70 € für die Standardversion und 80 € für die Premium-Variante nämlich recht happig. Das aktuelle Super Mario Bros. Wonder oder den 3D-Vorgänger Super Mario Odyssey gibt's hingegen schon für 60 €. Aber darin rettet ihr auch nicht auf der PS5 Kratos aus den Fängen von riesigen, missgelaunten Oktopussen, sondern nur ein paar lila Monde auf der Switch.